Einen Menschen zu verlieren ist immer schwer, aber was wir hier vor allen Dingen beobachten bei uns ist, dass eine ganz große Angst bei Menschen besteht, wenn das auf die Weihnachtstage zugeht. Das erste Mal Weihnachten ohne einen geliebten Menschen, die Frage, wie sehen Rituale zu Weihnachten aus, wie gestalten wir Weihnachten, wie doll merkt man auch das Fehlen eines Menschen zu Weihnachten. Und ich beobachte ganz häufig, wie Menschen sich dann vor allen Dingen zu Weihnachten auch neuen Ritualen öffnen, mit anderen Menschen zusammen Weihnachten verbringen, um für sich einen neuen Weg zu finden, das Fest zu genießen und vielleicht nicht auf die Leerstelle zu schauen, die da hinterlassen wurde. Das legt sich häufig mit den Jahren, aber die ersten ein, zwei Weihnachtsfeste sind häufig die schwersten.